ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich drehe euch heute ein Q&A und neben mir sitzt Carmen, das ist meine beste Freundin. Also die reitet jetzt nicht oder so, ja. Aber stell dich mir selber vor. Also ich bin Carmen, ich bin 16 Jahre alt und ja, ich bin Hannas beste Freundin. Ja, so war das. Genau so war das in der 6. Klasse auch. Genau so. So Leute, und jetzt habe ich noch was ganz Wichtiges zu verkünden. Und zwar sitzt im Hintergrund auch noch Tom Stein. Ihn kennt ihr ja auch schon vom letzten Video. Er ist ein bisschen kamerascheu heute. Aber er wird sich auch noch zeigen. Das verspreche ich euch. Ja, also wir haben halt auf Instagram in der Story gefragt, ob ihr irgendwelche Fragen habt. Und ihr hattet Fragen. Und ja. Nein. Das war übrigens Tom. Also, als erstes hat Tom, den ihr gerade gesehen habt, mich gefragt, was mit meinem Fuß passiert ist. Wie ihr sehen könnt, es ist ein scheißiger Bänderriss. Und das bedeutet, dass ich jetzt eigentlich nicht reiten darf, aber ich bin jetzt halt gestern trotzdem geritten. Und heute tut es halt mega weh und deshalb bin ich heute nicht in Stall gegangen. Also, reite niemals mit einem Bänderriss. Aber ich werde es eh wieder machen. Also, woher hast du Gollum und Valentino? Also Gollum ist halt vor 4 Jahren bei uns in den Stall gekommen und wir wollten ihn dann halt kaufen, weil er da als Verkaufswert halt. Hast du kurz Wasser, Tom? Also bei Gollum. Bei Valentino war das so, dass wir eine Anzeige gesehen haben und ich habe mir halt schon immer einen Chatty gewünscht und dann habe ich ihn gesehen, fand ihn halt mega süß, habe ihn meinen Eltern gezeigt und am nächsten Tag sind wir gleich mit dem Hänger hingefahren und haben ihn abgeholt. Okay, nächste Frage. Hast du dich schon mal mit anderen YouTubern getroffen? Also so richtigen YouTubern jetzt nicht, aber zum Beispiel meine Freundin Lisa, die macht ja auch YouTube-Videos und wir treffen uns natürlich. Oder zum Beispiel Tom, der Kameramann, hat auch einen YouTube-Kanal. Und ja, wahrscheinlich, ich habe jetzt schon ein Meeting mit Bibis Beauty Palace, wenn sie jetzt ihr Kind kriegt. Und genau, da bin ich auch eingeladen im Kreißsaal. Ja, genau. Okay, weiter. Kannst du mein Schabracken-Update machen? Also ich habe auf jeden Fall auf meinem Kanal schon ein Schabracken-Update mal gemacht. Aber die Schabracken haben sich auf jeden Fall bei mir verändert. Und deshalb werde ich wahrscheinlich jetzt nächsten Monat fahre ich auf die Crazy Days. Und da könnt ihr mich natürlich gerne treffen. Ich nehme Autogrammkarten mit und ja, Spaß. Nein. Gott, habt sie so wirklich? Ja genau, da bin ich auf den Crazy Days, da kaufe ich ein paar Sachen und vielleicht mache ich danach ein Shoprappen-Update. Und dann mache ich wahrscheinlich so ein Haul oder sowas. Reiten deine Eltern? Also meine Mutter ist halt noch nie geritten in ihrem Leben, aber mein Vater hatte selber 3 eigene Pferde und ist halt auch früher geritten, aber jetzt reitet er nicht mehr. Musstest du deine Eltern zu einem eigenen Pferd überreden? Wenn ja, wie? Also das war, also bei Gollum war es eigentlich nicht so schwer, muss ich sagen, weil wir haben halt auch kein eigenes, also wir haben kein Pferd richtig gesucht. Er kam halt, wie gesagt, bei uns in den Stall und ja genau, dann fanden wir ihn alle total schick und toll und dann haben wir ihn halt deshalb gekauft und weil wir eh so intensiv geritten sind, wir hatten auch eine Reitbeteiligung, also ich rede jetzt halt erst von meiner Schwester und mir die ganze Zeit, aber das hat sich halt jetzt geändert. Seit 2 Jahren reite ich, also bin ich nur noch im Stall. Was ist das für eine Trense? Also da wir die Umfrage ja auf Instagram gestartet haben und ich als Hintergrundbild dieses Bild hatte, das blende ich euch jetzt eben ein. Das ist eine mexikanische Trense und die habe ich aus dem Shop von Lindas Equistyle. Ich kann euch die auch mal unten in der Infobox einfach verlinken. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte, den Shop gibt es gar nicht mehr. Also das ist ja mega dumm. Bist du Sonntag in Övelgönne? Nee, Sonntag habe ich nichts geplant. Urwilgönne. Ja, genau, Urwilgönne. Da bin ich auch letztes Jahr geritten, aber dieses Jahr hatte Gollum ja den Knochenbruch und so. Und deshalb ist das natürlich erledigt und so zum Schauen komme ich auch nicht. Beschreibe Valentino in 3 Worten. Der erste Punkt ist auf jeden Fall, dass er mega, mega süß ist. Also er ist unfassbar cute einfach. Und der zweite Punkt ist, dass er mega frech ist. Also er ist ein richtiger Schlingel. Und der dritte Punkt, dass er einfach... Okay, die nächste Frage ist, wie alt du bist? Ich bin 16 Jahre alt. Willst du später auch was beruflich mit den Pferden machen? Nee, also ich denke auf jeden Fall nicht, weil ich finde einfach, das Hobby sollte ein Hobby bleiben. Klar, es ist cool, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, aber ich glaube, das wäre einfach zu viel für mich dann auch. Also zum Beispiel die ganzen Leute, die morgens füttern müssen und das würde ich halt einfach nicht wollen, weil das ist mir zu stressig. Nein, aber mit halt einfach nur das im Stall. Spaß ja, genau. Als Beruf hat.
Willst du noch ein drittes Pferd haben? Also bisher jetzt ist auf jeden Fall nichts geplant, aber ich denke eigentlich auch nicht. Rein zeitlich ist es schon sehr schwer mit zwei Pferden. Und dann übernehme ich gerne, wenn zum Beispiel eine Freundin mal krank ist oder so, ihr Pferd. Aber ansonsten ist nichts geplant. Okay, jetzt letzte Frage. Was willst du dieses Jahr noch mit Gollum erreichen? Dieses Jahr ist das Wichtigste erstmal für mich, dass wir wieder normal reinkommen. Also einfach wieder ein bisschen Dressur, springen auf jeden Fall und dass mein Bänder alles weggeht. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das waren jetzt alle Fragen. Und wir hoffen einfach, das Video hat euch ein bisschen gefallen, euch einen kleinen Eindruck gegeben. Und falls ihr noch weitere Fragen oder Videowünsche habt, könnt ihr die dann auch einfach in die Kommentare schreiben. Ich muss noch kurz einen Schluck Wasser trinken, bevor wir hier das Video beenden. Das ist richtig witzig, einfach mit der Kamera zu reden. Und falls ihr noch nicht meinen Insta-Kanal ausgecheckt habt, dann müsst ihr das unbedingt machen. Der Link ist in der Infobox, auch von Carmen und auch von Tom und auch seinem YouTube-Kanal. Okay, hiermit möchte ich mich jetzt noch einmal kurz bei Tom bedanken, weil er mir einfach so sein Equipment zur Verfügung stellt. Ja, damit beenden wir das Video. Ciao!